Ah, Kameraden, lange ist der letzte Vlog her. Ich befinde mich auf dem Weg ins Spektakulum in Bückeburg, ein Skulpturenpark, in dem man dieser Tage Dinos, Drachen und andere Fabelwesen bestaunen kann. Bei so einem weitläufigen Gebiet mit ganz viel Platz und Wegen zum Laufen war Juna natürlich auch mit am Start. Schaut euch an, wie Juna zieht, die hat richtig Bock. Nachdem wir läppische 10 Euro Eintritt bezahlt haben, finanziert von meinem nicht vorhandenen YouTube-Money, kamen uns zugleich lauter Motorsägenlärm entgegen. Hier haben zwei Männer Skulpturen mit ihrer Motorsäge hergestellt. Dieser Ausblick war wirklich bemerkenswert schön. Aber auch der Ausblick auf das gesamte Gelände war schon sehr cool. Es gab viele Fressstände und eine Menge Souvenirläden. Ich zum Beispiel habe mir Kaffeegewürz und Cheyenne-Gewürz zum Aufkochen gekauft. Auch ein Trinkhorn samt Ständer wurde eingesackt und wird nun im Stream zum Saufen benutzt. Link zum Twitch findet ihr in der Videobeschreibung. Irgendwann hat uns das schlechte Wetter erwischt und es war Zeit für eine Essenspause. Es gab Nackensteak im Brötchen und einen Drachenspeer. Drachenspieß. Leider war ich so verfressen, dass ich ganz vergessen habe, ein Foto von diesem gewaltigen Ding zu machen. Upsi. Dazu gab es natürlich Kirschbier. Om nom 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 nom. Aber was wäre eigentlich ein Skulpturenpark ohne Skulpturen? Einfach nur ein Park. Aber für einen Park 10 Euro Eintritt ganz schön viel. Also hier ein paar Skulpturen. Ich frage mich gerade, ob es erlaubt ist, sich so ein riesen Dino in den Garten zu stellen. Würde ich irgendwie geil finden. Eine besondere Erwähnung muss hier nochmal die Drachenabteilung bekommen. Diese super coole Drachenbank für meinen Vorgarten und diese aus Metallschrott zusammengeschweißten Drachenstatuen waren hervorragend. Auch den Drachenthron habe ich gefunden. Das war sicher der Kinderstuhl des Drachenlords. Juna hat im gesamten Park immer wieder neue Freunde gefunden und überall standen diese Wasserlöcher für die Hunde. Juna musste sich in jeden einzelnen reinstellen und erstmal ein paar Schluck sehr aromatisches Wasser trinken. Zum Schluss hat sich Juna noch auf der Hundewiese ausgetobt. Ich habe mich im Bogenschießen versucht. Natürlich habe ich mein Ziel, das Ziel nicht zu treffen, bravourös erreicht. André, der Kleine hat das besser gemacht als du. Ach so, okay. Und Laura hat sich versucht, von ihrer animalischen Seite zu zeigen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das gelungen ist. Exzellent, Laura. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in meinem spektakulären Spektakel-Tag gefallen. Bis zum nächsten Video.